Hallo und herzlich willkommen hier auf Optionshandel, unserem Kanal für den Börsenhandel bei YouTube. Und heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich, ihr wisst, dass es immer so heißt, theoretisch hat ja der Verkauf von nackten Optionen ein nahezu unbegrenztes Risiko. Wir wissen, bei Puts, die Aktien und so könnten auf Null fallen, aber gerade nach oben hat man ja ein unbegrenztes Risiko. Und wir gehen in diesem Video mal der Frage nach, ist denn das wirklich so? Und gleichzeitig klären wir mal noch die Frage, wie berechnet denn eigentlich ein Broker die Margin, die er euch für eine Position in Rechnung stellt? Also, ihr wisst, viele Beobachter von dem, was wir hier tun, viele nicht so ganz Eingeweihte, so wie ihr es seid, die sagen immer, wenn es um das Thema Verkauf von Optionen geht, das ist ja so riskant, man hat hier doch unbegrenztes Risiko. Ich habe es euch schon mal erzählt, immer wenn ich irgendwie auf Messen bin, kommen selbst Kollegen, die irgendwie in anderen Bereichen sind, die kommen dann immer zu mir und sagen so, Mensch, komm jetzt mal so unter uns, ist denn das nicht wahnsinnig riskant, was ihr da macht, wenn ihr Optionen verkauft, da kann es doch über Nacht irgendetwas geben, was euch quasi über Nacht das Konto leer macht. Ne? So, wir wissen alle, dass das Risiko, was wir haben im Optionsmarkt, eigentlich nicht anders ist als in anderen Märkten auch. Also egal, ob du jetzt Aktien handelst oder Futures handelst, der entscheidende Punkt ist immer die richtige Positionsgröße. Natürlich kannst du mit einem Trade dein Konto auslöschen, aber das kann ja nicht nur im Optionshandel passieren, sondern das kann ja auch im Future-Handel passieren. Ne? Also wer irgendwie mit einem 10.000er Konto DAX-Future handelt und verpasst dann irgendwie mal was, gibt so einen Flash-Crash und dann ist das Konto leer. Also das kann immer passieren. Das hängt dann aber nicht mit dem Markt zusammen, sondern mit der Positionsgröße. Wie ist das jetzt aber bei Optionen? Überlegen wir uns mal. Wenn du eine nackte Option verkaufst, ne? Also beispielsweise, wir nehmen mal ein aktuelles Thema. Vor wenigen Tagen hat Tesla sein neues Modell 3 vorgestellt, hat wohl über Nacht eine 250.000 Bestellungen bekommen und die Aktie notiert jetzt irgendwo bei $265. So, angenommen du sagst jetzt, ich möchte auf diese Aktie Optionen verkaufen. Zum Beispiel einen Put, weil wir haben ja gesehen, die Aktie geht sehr, sehr schön nach oben. Es gibt übrigens wahnsinnig viel Leute, die Aktien von Tesla geschortet haben, die jetzt alle eindecken müssen. Und deswegen treibt es die Aktie so momentan so wahnsinnig nach oben. Und stell dir vor, du sagst jetzt, hey, ich möchte hier einen 240er Put verkaufen. Also das ist dann ungefähr so circa eine Standardabweichung, also ungefähr mit einem Delta von 16. Und die bringt dir zur Zeit, das müsste dir so um die, naja, $150 bringen bei einer Restlaufzeit von vielleicht 15 Tagen. Okay, so, jetzt geht es gar nicht so sehr um den Trade, sondern um das Risiko und die Marge. Wenn wir es theoretisch betrachten, was habe ich jetzt für ein Risiko? Das Risiko ist theoretisch betrachtet, dass die Aktie von 265 auf 0 fällt, dann wäre ich ja mit dem 240er Put in der Verpflichtung, die Aktie bei 240 kaufen zu müssen. Und wir wissen, jede Option bezieht sich auf 100 Stück. Heißt also, ich müsste für insgesamt $24.000 Aktien kaufen. Und wenn die eben auf 0 fallen, dann hätte ich ein Risiko von $24.000. Und wenn es wirklich so wäre, dass Optionen so ein großes Risiko haben, dann müssen wir uns doch mal überlegen, was müsste uns denn dann eigentlich unser Broker für eine Margin in Rechnung stellen. Also was, Margin ist ja eine Sicherheitsleistung und Margin ist ja der Ausdruck dessen, was habe ich Risiko. Und jetzt könnte man ja denken, naja, wenn das Risiko bei 24.000 ist, dann müsste der uns natürlich auch $24.000 Margin in Rechnung stellen. Diejenigen unter euch, die schon ein bisschen länger Optionen handeln, die wissen, das macht der aber nicht. Ne? So, der stellt mir viel, viel weniger in Rechnung. Und warum macht er das? Wir müssen Folgendes mal überlegen. Warum ist eine Margin überhaupt da? Margin ist dafür da, dass du immer deinen Verpflichtungen aus einem Trade nachkommen kannst. Das heißt also, wenn du Minus machst, dass du dann sagen kannst, okay, so und so viel Geld musst du einfach haben, um dieses Minus auszugleichen, weil dein Minus ist der Gewinn eines anderen.
So, und jetzt könnte man ja denken, okay, wenn mir der Broker aber weniger Margin in Rechnung stellt, wie wäre es denn dann doch, wenn ich hier einen größeren Verlust habe? Und dazu muss man eins wissen. Mal angenommen, du hättest mehr Verlust, als du Geld auf deinem Konto hättest. Wer müsste dann für diese Differenz noch aufkommen? Das ist dein Broker. Weil der andere fragt nämlich nicht, hat dein Broker richtig aufgepasst? Nein, er sagt, hey, du hast dem das vermittelt, von dir will ich das Geld haben. Das heißt also, und die Broker wissen das natürlich, dass sie immer selber im Risiko stehen und deswegen werden sie natürlich sehr, sehr genau hinschauen, wie viel sie dir Margin in Rechnung stellen. Und da uns die Broker aber eben nicht das volle Risiko berechnen, nämlich nicht die 24.000 Dollar, sondern viel, viel weniger, und ich zeige dir auch gleich, wie du das ausrechnen kannst, wissen wir natürlich, dass das Risiko einfach nicht so groß ist. Und sind wir doch auch mal realistisch. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass hier innerhalb von 14 Tagen die Aktie auf Null fällt? Ist das realistisch? Ich glaube, es ist definitiv nicht realistisch. So, und jetzt ist die Frage, wie wird denn überhaupt diese Margin berechnet? Da geistern ja verschiedene Versionen herum. Die einen sagen, der Broker geht einfach davon aus, wenn es eine zweifache Standardabweichungsbewegung gäbe und so weiter und so fort. Die anderen sagen, da gibt es ja Kalkulatoren, wie man das machen kann. Schauen wir uns einfach mal an, wie macht denn das die Börse selbst? Und dazu gibt es auch hier einen Margin-Kalkulator von der CBOE. Den Link machen wir euch wie immer hier unter das Video. Schreibt mir übrigens mal in die Kommentare, ob ihr das schon kennt, ob ihr das selbst schon mal genutzt habt. Aber ihr könnt es auch selbst ganz, ganz einfach überschlagen. Denn macht einfach Folgendes. Ich nehme dazu mal einen anderen Stift. Und zwar, ihr nehmt einfach den Strike-Preis, in dem Falle sind das 240, und ihr rechnet euch aus, okay, wie viel ist denn hier quasi der Gesamtwert dieser Option, das gesamtmaximal theoretische Risiko. Das heißt, das Ganze mal 100, sprich 24.000. So, von diesen 24.000 nehmt ihr 10%. Das heißt, das sind 2.400 Dollar. Und auf diese 2.400 Dollar rechnet ihr noch eure Prämieneinnahme dazu. Das heißt, in dem Falle 150 Dollar. Das bedeutet also hier 150 nochmal dazu. Und eure Margin wird bei 2.550 Dollar für diesen Trade liegen. Und zwar die sogenannte Initialmargin. Das ist das, was ihr habt. Und wann würdet ihr einen Margin Call bekommen? Den würdet ihr dann bekommen, wenn euer Konto weniger als 2.400 Dollar wäre. Um das vielleicht nochmal auf ein anderes Beispiel zu machen, wir blättern einfach mal um. Wir bleiben bei demselben. Tesla bei 2,65. 15 Tage Restlaufzeit. Und wir nehmen jetzt mal einen 230er Put, der kostet aktuell irgendwo um die, was weiß ich, 70 Cent, sagen wir 75 Cent. Das heißt, das sind dann mal 175 Dollar. So, wie hoch ist die Margin jetzt hier? Auch hier ganz einfach. Was ist das theoretisch maximale Risiko? 23.000 Dollar, davon 10%. Sind 2.300 Dollar plus eure Prämieneinnahme, die ihr bekommen habt. Das heißt 2.375 Dollar ist eure Margin. So, und damit seht ihr auch, je weiter ihr weg vom Preis kommt, umso geringer wird eure Margin. Je näher ihr an den Preis rankommt, umso höher wird eure Margin. Wenn ihr Spreads habt, wisst ihr, dann wird es eh ein bisschen anders berechnet. Und ihr seht aber jetzt hier, dass natürlich dieses unwissende Warnen von den, oder sagen wir das Warnen der Unwissenden, Optionsverkaufen ist so risikoreich, dass das natürlich Blödsinn ist. Weil eins können wir ganz, ganz sicher ausschließen, dass Finanzinstitute, und Broker sind ja Finanzinstitute, dass die irgendwo uns etwas schenken würden, wofür sie dann selber im Feuer stehen würden. Das werden die niemals machen. Nie, nie, nie. Das heißt also, diese Margin hier, die ist wahrscheinlich immer noch zu hoch als das, was die sich statistisch ausgerechnet haben, was tatsächlich passieren kann.
Und das kann euch also auch ein bisschen die Scheu nehmen vor dem, was ihr da macht. Ihr müsst keine Angst haben, dass das zu extrem wird. Wenn ihr eben jetzt hier diesen Put verkauft, 230er Put auf die Tesla mit den genannten Kriterien, dann hättet ihr eben ein Risiko von $2.075. Und natürlich mag das jetzt sehr, sehr viel sein, wenn man ein 5.000er Konto hat. So, aber das muss man eben einkalkulieren. Und die Margin sagt euch eben sehr, sehr genau aus, wie groß ist euer Risiko, wie weit könnt ihr gehen und was kann im Extremfall passieren. Schreibt mir mal in eure, schreibt mir mal Kommentare dazu, wie ihr das bislang mit der Margin handelt. Schaut ihr auf die Margin, ist das für euch relevant? Was habt ihr für Erfahrungen damit gehabt? Habt ihr das Gefühl, dass euer Broker das so berechnet, aber das anders berechnet? Kanntet ihr diese Formel? Einfach mal so, was euch dazu einfällt. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, wie ist das bei einem Call, wie ist das bei Spreads, wie ist das bei Future Optionen, dann schreibt mir das auch mit in die Kommentare und dann kann ich das in einem der nächsten Videos mal mit aufgreifen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, abonniert diesen Kanal, damit ihr kein Video vergesst. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg. Servus, macht's gut. Bye, bye.